Ja, wir sind also sehr, sehr zufrieden, wobei natürlich wir ja immer mit vorne gewesen sind. Wir haben ja auch im April den Europacup gewonnen. Also wir waren schon einer der Favoriten, aber auch Favoriten können stürzen. Wir sind nicht gestürzt und haben also uns bis zum Schluss durchgekämpft. Ja, ich persönlich, also als eigentlich, sagen wir mal, 95% sicherer Spieler, habe also einmal mit meinem Bossel gekullert und dadurch sind wir also im Rückstand geraten mit 2 Punkten. Und das war schon ein bisschen sehr happig, weil das muss ja erst wieder reingespielt werden. Ja, wir haben also nochmal gewechselt, weil das ein Spieler war, der also auch mehr Power hatte als der Spieler, der vorher gespielt hat. Und wenn einer mehr Power hat, ist er also möglicher Kandidat für das Rauswerfen des gegnerischen Bossels. Und die Taktik ist aufgegangen. Ich meine, wir spielen immer ein bisschen mit Taktik, muss sein. Das Spiel ist nicht nur werfen, 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 sondern hier zählt also auch sehr, sehr viel die Taktik mit. Super, dann herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, zu dieser Situation, dass wir heute wieder hier die Deutsche Meisterschaft ausrichten konnten, dass nach 2 Jahren, denn 2016 hatten wir es gemacht, lag daran, dass Lübeck zurückgegeben hat die Ausrichtung und wir eingesprungen sind. Nach einem Anruf und einer Woche Bedenkzeit wegen Termine der Halle etc. konnten wir dann zusagen und haben das hier bestens ausgerichtet wieder. Die Arbeit ist sehr umfangreich, bis man alles geklebt hat, bis man alles ausgestattet hat, bis man Sponsoren im Vorfeld hat und. Und das ist natürlich viel, ja, Arbeit für die gesamte Truppe. Ich bin als solches, als Fachwart schon mal sehr froh, dass wir für Hessen hier das wieder machen konnten und dass auch für Hessen bei den Damen 3 Mannschaften starten konnten, nämlich Bischofsheim, Bürstadt und wir als Ausrichter. Und bei den Herren, da konnten wir als Ausrichter wieder starten, weil wir unseren Startplatz als Meister Hessen zurückgegeben hatten und als Ausrichter gestartet sind. Und damit konnte Bischofsheim bei den Männern antreten. Ja, zufrieden bin ich eigentlich. Mein Ziel war für uns, ja, Top-10-Platzierung. Ja, neben mir, ja, der Moritz Hausburg, sein Vater, spielt bei uns schon einige Zeit. Moritz hat das mal angefangen, dann kam die Ausbildung, da musste er unterbrechen. Und jetzt ist er dazugekommen, denn wir sind eine ganz kleine Gruppe. Und wenn einem bei uns was passiert, dann könnten wir nicht starten. Und wir sind froh, dass wir so einen Jungspund hier in unseren Reihen haben. Na? Und das hat hervorragend geklappt, wie er sich hier geschlagen hat. So, und nun kannst du dazu was sagen. Ja, vielen Dank, Rüdiger. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann es auch nur weiterempfehlen. Es ist tolle Atmosphäre, macht riesig Spaß und ich kann echt nur positiv darüber reden. Also, ja. Naja, man hat schon ein recht komisches Gefühl, unter anderen Leuten zu sein, beziehungsweise unter einer anderen Generation. Ich bin doch einiges jünger und das merkt man einfach, aber wie gesagt, die Atmosphäre, die Harmonie zwischen den einzelnen Leuten, das passt alles, da gibt es gar keine Probleme. Das heißt, werden wir dich jetzt auch noch öfter sehen dann in dem Trikot, oder? Ich versuche es von der Arbeit und auch von meinen anderen Hobbys zu schaffen. Ich kann es nicht versprechen, aber ich gebe mein Bestes und ich werde versuchen, jederzeit dabei zu sein.